Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Also das ist Quatsch, dass ich hier oben bleiben will. Ich habe zwar einen Ofen hier drin, aber ich habe keine Werkbank und so weiter. Also das fiel mir dann ein, als ich hier reinkam. Ich bräuchte ja auch irgendwas, wenn ich dann doch mal irgendwas baue oder wie auch immer. Das wäre schon cool. Und das bedeutet jetzt, dass ich halt hier zurückgehe und mich hier im Lagerbüro einrichte. Das werde ich machen auf jeden Fall. Ich meine, hier hinten ist die Aufgabe, die ich jetzt noch erledige. Das heißt, es liegt auf dem Weg. Die Sachen, ja, das kümmern wir uns später drum. Also, beziehungsweise, das ist ja das. Und hier zum Pelzjäger ist es auch nicht weit. Und wenn ich jetzt dann auch die Sachen hier alle dann loswerde, also alle ablagere, was ich jetzt mit mir rumschleppe, dann denke ich mal, bin ich auch schneller unterwegs. Also ich werde dann versuchen, echt hier mit diesen so um die 30, unter 30 Kilo zu bleiben, sodass ich dann fit bin. Jetzt ist die Frage, wir haben es jetzt eigentlich bald Nacht. Ich überlege, was ich mache, ob ich jetzt noch losmache. Das war alt, den lasse ich hier liegen. Den Rest, das habe ich alles durchgesucht. Ich wäre jetzt noch... warte, nee, das wollte ich nicht machen. Also das ja schon, aber ich wäre noch was trinken. Und dann vielleicht auch noch was essen. Und dann flitzen wir eigentlich runter. Ich denke, wobei Essen geht eigentlich noch. Das lasse ich. Ich check nochmal, wie viel Gewicht ich habe. 43, das ist nun mal... was? 29? Ach so, weil ich schon ein bisschen müde bin. Egal. Müssen wir jetzt durch. Hoi, warte, Tür. Entschuldigung. Oh. Komm nicht mehr raus. Muss ich außen rum. Dann machen wir die erst nochmal zu. Gehen wir hier hin, das machen wir nochmal auf, alles klar. So, also ich bin dann hier lang, bin dann hier irgendwie hier so rüber. Und ich meine, ist natürlich cool. Da unten ist es ja schon. Da unten muss ich eigentlich nur hin. Kann ich da irgendwie hier gleich direkt rüber? So. aber, ja. Es ist auch wenig Platz, also hier wenig Stauraum und so weiter. Ich möchte alles irgendwo auf irgendwelche... irgendwo in den Dreck legen, das will ich jetzt auch nicht. Also ich mache im Prinzip jetzt los. Ich flitz dorthin, wenn ich das so sagen kann. Gut, flitzen ist jetzt nicht, aber das wird. Und alle, die mir immer raten, ja, leg doch das Zeug ab. Mach doch hier dir ein Haus oder ein Lager. Tut dir das, warte mal, wo lang geht's? Hier lang geht's, genau. Dort drüber nicht, hier runter geht's. Und so weiter, tu's doch, mach's doch. Was rennst du immer mit dem ganzen Kram rum? Das ist doch blöd. Ja, das mache ich jetzt. Das wird, also ich werde es heute geht's los. Heute geht eine neue Etappe los. Ich flitze durch das Spiel. Mit maximal 30 Kilo im Rucksack renne ich vorbei. Achso, ja, ich bin hier irgendwo anders lang, hier außen rum. Ich werde jetzt mal nochmal schnell den Weg runtergehen, der hier so ein bisschen angezeigt ist. Mal sehen, wo ich dann unten rauskomme, dass ich weiß, okay, hier komme ich immer das nächste Mal rein. So, hier muss ich lang gehen oder so. Das andere war so ein bisschen schräg über den Berg. Das war nicht so doll, weil es doch recht steil war. Da war ich kurzzeitig überlegen, wieder umzukehren. So, ist natürlich die Frage, wie weit hinten ich dann runterkomme. Nö, das ist hier. Ach, da komme ich hier vorne gleich runter. Könnte ich. Also ich könnte jetzt, oder? Komme ich hier? Könnte da lang gehen? Ich check mal hier. Komme ich hier runter? Nee, hier komme ich nicht runter. Nee, hier komme ich nicht runter. Quatsch. Muss ja lang. Okay. So, und dahin ist ja eigentlich jetzt hier, ist er eigentlich. Komme ich hier runter? Komme ich hier runter? Hier ist doch dann eigentlich, hier vorne, ist doch irgendwo die Hütte, oder? Ist die nie hier? Ist die dann schon hier? Da? Genau, da hinten ist doch... Ah, okay, ja, wäre ich runter. Alles klar, hier wäre ich, kann ich... Also ich weiß noch nicht, ob ich hier runter kann. Bestimmt verstaue ich mir das irgendwas. Auf jeden Fall bei denen hoch im Prinzip, bei den, na ihr wisst schon, bei den Wagen. Jungs. Hoch, ist da unten Wolf? Ach, fuck. Dummer Wolf. Vielleicht kann ich da außen rum.
das nervt mich jetzt ja. Ich habe gar kein Gewehr, weil ich treffe wahrscheinlich wieder nicht. Ich sehe es schon kommen. Ah, hier bei dem Baum hoch. Cool. Nee, hier hinten war das. Hier, da lang muss ich. Also bei diesen Waggons und bei dem Baum hier hoch komme ich direkt hin, wobei... na gut, okay, ich muss da hinten ja noch ein paar Sachen holen, die ich eingelagert habe hier bei den... naja, wisst schon. Bei dem Holzfällerplatz. Denke ich, oder? Ich muss es nochmal checken. Also manchmal da habe ich so eine... Genau, ein kleiner Zug hier runter. Und dann muss ich hier lang. Alles klar. Gut, das schaffen wir. Wölfe, weiß ich jetzt nicht, war der da hinten an dem Zug, aber hier vorne nicht. Da hinten bei dieser Felsecke vorbei. Weil ich nehme doch mal die Waffe in die Hand. Da habe ich dann irgendwie doch so ein bisschen besseres Gefühl. Auch wenn ich wieder daneben schieße, aber vielleicht das nächste Mal treffe ich dann. Jetzt, nachdem ich gutes Training habe. Schräger Mond da hinten. Das sind Steine. Irgendwelche Leichen oder so, die ich noch plündern könnte. Warte. Achso, na, es ist Nacht. Aber das ist ja jetzt kein Zombie-Spiel, wo jetzt plötzlich hier irgendwie alle aus ihren Löchern kriechen und schneller werden und so weiter. Das ist ja alles nicht der Fall. Das ist ja, eigentlich ist es ja entspannt. So, jetzt nach links und dann geschafft. Genau. Sieht cool aus, muss ich sagen. Also gefällt mir richtig gut. Kann ich das eigentlich als Screenshot nehmen? So, jetzt Stopp, Klick, machen, aufnehmen. Hoffentlich merke ich mir das dann, bis ich dann die Videos hochlade und dann die Thumbnails baue. Das ist immer so eine Sache. Also ich habe jetzt im Moment irgendwie zeitlich nicht so viel. Also da kommt jetzt so eins am Tag. Das ist jetzt gerade so das, wo ich jetzt Bock habe. Und ja, hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich das immer so oder so mache. Und dann so ein bisschen entspannt auf Twitch spiele, so. Ohne viel reden. Also, ja, es ist eh niemand da. Insofern brauche ich da auch nicht reden. Das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Ich meine, hier sind dann ein paar da. Insofern rede ich jetzt. Und so, jetzt haben wir es eigentlich Nacht. Wir sind eigentlich, naja, müde. Wir könnten eigentlich doch die Nacht rumbringen, derweil erstmal, oder? Warte mal, ich mache mal jetzt kurz die Waffe weg. Und jetzt mache ich mal, was hat man jetzt hier? Anzünden? Nein. Dann kommt die Lampe. Die zünden wir jetzt mal an. Jo, wir sind da. Ich würde sagen, wir bleiben hier. So, jetzt hatte ich doch irgendwo schon mal was liegen. Hier hatte ich doch was liegen. Genau, hier hatte ich Kram liegen. Und das wäre ich dann so. Und hier habe ich die Werkbank, genau. Und ein bisschen Stauraum hier. Ach, ich bin irgendwie ein bisschen heiser, komisch. Und hier kann ich dann alles schön draufstellen und alles wegmachen. Und hier habe ich einen Kamin. Und hier habe ich noch ein Beil. Wieso habe ich das Beil noch nicht? Habe ich das hier liegen lassen? Habe ich das übersehen? Ist das neu gespawnt? Das nehmen wir gleich mal zu uns, dass das dann weg ist. Genau, die sind alle leer. Ja, das ist doch cool. Da machen wir erstmal ein bisschen Ordnung hier. Zerlegen das ganze Holzgelump und so weiter und so fort. Wir haben drei Eingänge. Wir können flüchten. Ne, zwei Eingänge haben wir da. Und ja, wir können flüchten, wenn dann doch hier der Bär reinkommt oder der Wolf. Oder es doch plötzlich Zombies gibt. So. Ach ja, das ist... Genau, jetzt zerlegen wir alles. Und hier oben nochmal ein Herd. Nee, das ist schon besser hier. Das ist schon cool. Ist hier irgendwas noch nicht? Nee, das war woanders der Safe, oder? Ich hatte da irgendwo einen Wandsafe. Ja, weiß ich nicht mehr. Gut. Dann hauen wir uns erstmal aufs Ohr kräftig.
regelmäßig. Und ach so, mit Haar geht das Kleid, das ist gut. Und ja, was macht man? Wir machen mal 10 Stunden, glaube ich. Dann sind wir. Dann sind wir mit der Nacht durch, hoffentlich, wenn wir nicht gerade irgendwie vorher dann schon ausgeruht sind und eher aufwachen. Das passiert ja auch manchmal. So, und wie sieht's aus? Naja. Trinken. Was? 0,4 war es bloß, ne? Das ist gleich weg. Ist nicht alles klar. Da checke ich nochmal, ob ich noch ein bisschen Brause habe. Ein bisschen Krabbelwasser. Ein bisschen. Ich glaube, hatte ich nicht mehr, oder? Nee, hatte ich nicht mehr. Schade. Ja, ja, genau. Warte mal, habe ich noch Fleisch? Auch nicht. Kalt. Frisches Bohnenfleisch. Da esse ich erstmal so ein paar Riegel weg. Und warte mal, das war Cracker, die waren jetzt. Achso, ich habe jetzt nichts zu trinken. Ja, machen wir das so. Ich meine, ein bisschen habe ich noch, aber trotzdem müsste ich mir dann irgendwie was ausdenken, wie ich dann irgendwie Fallen und sowas. Hasen und Fallen. Das war doch immer so eine regelmäßige, wenn es einmal geklappt hat, Einnahmequelle von Fleisch. Das müsste ich, das könnte ich doch eigentlich mal in Angriff nehmen. So. Das mal auf. Und das reicht das mal. So, da werden wir jetzt voll. Oh doch, ist das Hotel. Okay. Warte mal, wir haben jetzt eine Truhe. Wie viel passt denn hier rein? Achso. 30 Kilo. 30 Kilo ist gut. So, das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Ich flitze jetzt hinter zu dem. Ihr wisst schon, wohin. Das heißt, ich nehme dorthin nichts weiter mit. Und ich werde dann hier, das wird dann so meine Haupttruhe sein. Welche Eisen weiß ich nicht. Vielleicht kann ich irgendwas aufstemmen dort in dem Haus. Das lasse ich mal. Schlafsack und so auf jeden Fall. Klamotten und so, das lasse ich. Das brauche ich jetzt dort nicht. Ich brauche das dann später. Alles umlagern. Brandbeschleuniger. Schau mal, da brauche ich, hier brauche ich auch nicht alles. Ich knall erstmal alles in diese Truhe rein. Das wird so das Sammelsurium hier oben sein. Ein paar nehme ich mit, aber 20 lassen wir hier. So, das nehme ich mit. Ein Buch brauche ich auch nicht. 5. Da lasse ich 4 hier. Lampe nehme ich mit. Also so die Basics nehme ich dann schon mit. Mal sehen, was ich 12 von denen brauche ich auch nicht. Nein. Dann lassen wir 10 hier. Genau. So, die ganzen Rohrkolben, die möchte ich. Ach so, warte mal. Ich hau mal die Hälfte hier hin. So. Klamotten lasse ich da. Das nehme ich mit. Die kann ich komplett hier lassen. Die benutze ich nicht mehr. Also im Moment nicht. Wenn dann die Patronen alle sind, dann benutze ich die, weil ich versuche, die immer umzulegen. Gar nicht lange zu diskutieren. Stoff brauche ich eigentlich nur zum Reparieren. Das mache ich jetzt nicht. Und für Binden, da checke ich mal kurz. Binden habe ich ja eigentlich 2. Die lasse ich, alles klar. Das heißt, ich kann alles rüber. Hose lasse ich da. Zunderbündel 15 brauche ich ja auch nicht. Dann machen wir 10 rüber. Das nehme ich mit. Das hat man. Essen, das brauche ich alles nicht. Klamotten auf jeden Fall. Zeitung. Brauche ich jetzt nicht. Knarre. Brauche ich nicht. Die Steine, das lasse ich mal da, wenn ich dann doch mal einen Hase. Aber andererseits, ich brauche das auch nicht umlagern, weil, wozu habe ich das hier? Ich lasse es erstmal halbe Kilo. Schauen wir dann mal. So, Zeitungspapier. Warte mal, ich scroll mal runter. Bartflechten, das ist eigentlich nur was zum Bauen. Ja, genau, ich kläre das jetzt erstmal auf der anderen Seeseite. Und bevor ich dann die Sachen abliefere, komme ich ja hier nochmal her. Essen behalte ich. Krähenfedern sind, glaube ich, nur zum Bauen. Lager mal alles um. Socken, Essen. Na gut, so viel Essen brauche ich auch nicht mitnehmen.
eigentlich, oder? Lassen, lassen, Fackeln. Fackeln. Lass mal da eine. Wieso habe ich die hier nochmal? Ich dachte, ihr habt alle umgelagert. Alle umlagern. So, das lassen wir. Antibiotika, 12 Stück. Ja, lasse ich auch. Das ist jetzt in Ordnung. Getrocknetes Leder ist eigentlich nur zum Reparieren. Das kommt drüber. Das kommt drüber. Warte mal. Ich mache das jetzt mal einzeln. Also, ihr habt besser die Übersicht. Genau. Eins nur noch. Na toll. Warte mal, so ein 12er-Pack, den werfen wir rüber. Und hier gleich nochmal so ein 12er-Pack werfen wir rüber. Einfach nur, dass wir es da haben. Den Feuerstahl, weiß ich nicht, ob der jetzt irgendwie Sinn macht. Irgendwie besonders nur. Okay. Gut, 36 habe ich hier. Kann ich die stapeln? Die kann ich wahrscheinlich nicht stapeln. Dann hauen wir die 36 hier rüber. Ist jetzt nicht das Gewicht, aber egal. So, hier, genau. Ich brauche ja auch nicht alles, wirklich nicht. Also wenn ich hier 6 Stück von Antibiotika habe, dann kommen erstmal die alle rüber. Das kommt rüber. Und den brauche ich auch nicht alle. Wenn ich eine unbedingt brauche, dann ramme ich mit ihr rein. So, das Antibiotik-Schmerzmittel kommt rüber. Das kommt rüber. Die Tees behalte ich. 07, 05, 01 ist die Frage. Ich glaube, ich kann das da lassen. Glaube ich. So, von den Wasserreinigungstabletten, die habe ich nie benutzt. Kommen rüber. Wie? Die kommen immer einzeln? Wieso denn das? Das ist komisch. Die anderen werden immer gestapelt und da werde ich gefragt und die sind einzeln. Aha, okay. Das lasse ich, das lasse ich. Klamotten habe ich alle an. Die brauche ich. Essen. Kaffee. Das ist jetzt... brauche ich jetzt hier nicht. Das mache ich extra dann hier am Feuer oder so. Trocken kann ich den sowieso nicht essen. Tee, das gleiche. Ich komme ja immer wieder her. Ich muss mir das mal immer jetzt... vor Augen halten, dass ich das auch wirklich mache. Immer hier wieder zurück. 15 Kilo geht eigentlich noch, oder? Aha, jetzt ist plötzlich... Ja, dann hauen wir das hier alles rüber. 1, 1, 1. Gut. So, die Sachen. Ja, das kann alles rüber. 1, so, die Patronen ist okay. Das kommt drüber. Gewehr reinigen, ist jetzt nicht so schwer. Licht ist schon nicht schlecht. Das behalten wir auch. Das behalten wir alles. Das Schleifen, ja, wenn ich mal irgendwie nichts zu tun habe, dann kann ich schleifen. Ich habe ja das Gewehr, das Gewehr, das Beil habe ich ja mit. Ich habe ja den kompletten Wettstein das letzte Mal da oben auf dem Aussichtsturm benutzt für so ein Beil. Das habe ich da auf 90 hochgezogen. Das ist schon cool. 17er, das habe ich doch. Wieso habe ich das noch nie? Alle Umlager, na klar. Getrocknetes Leder, weg damit. Das nehme ich mit. So, wir sind bei 27 Kilo. Das ist cool. Leute, das ist cool. Das ist super. Wie geht's mir? Ich brauche, glaube ich, Wasser, oder? Genau, ich muss doch nochmal kurz... Ah, das ist ja lässig. Das ist lässig. Warum steht das hier? Ich muss doch noch irgendwie fix irgendwas zerkleinern hier. Und dann geht's los, weil ich will hier Wasser machen. Ohne Wasser ist schlecht, finde ich. Genau. Alter, jetzt probieren. Ja, da werde ich mir dann hier einen fetten Altholzvorrat hinlegen neben den Ofen. Werde ich hier alles zerlegen. Das könnte doch dann schneller gehen. Das Feuer machen hier so. Also ich meine, ich bin ja jetzt voll der Feuerprofi. Na komm. Komm, 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 komm. Ich will noch schnell Wasser machen, trinken und Gutes und mitnehmen und... ist ziemlich gut geworden. Ne? Logisch. Das ist ja lustig. Den hab ich schon nie gehört. So, warte mal. Hauen wir noch eins drauf? Ja, machen wir noch. So,
Wasser, 1 Liter. Melzen und abkochen. Ja, und dann machen wir, dann essen wir noch was. Doch. Also ist doch noch was zu tun. Es ist immer was zu tun, bevor wir losmachen. Genau, Essen ist auch schon wieder runter. Dann machen wir uns irgendwas Leckeres warm. Gut, was haben wir da? Kräutertee, frische Tomaten. Das hier, das machen wir. Das garen wir uns. Frisches Schweinefleisch. Gut. Zurück und haben. Warte mal, ich check nochmal, ob das jetzt hier drin ist. Ja, hier ist es. Klappt. Und da geht das Trinken weg, aber das macht nichts. Das füllen wir gleich wieder auf. So, jetzt haben wir hier noch 45, 46 Minuten. Das ist egal. Wir machen trotzdem los. Können wir gleich mal schauen, ob es draußen noch qualmt. Mal sehen. Ich glaube, das klappt. Gut. Qualmt's? Da hinten qualmt's. Cool. Hier vorne nicht, da hinten qualmt's. Müssen wir mal testen, ob das, wenn ich den anderen anmache, ob der qualmt. Das würde ja sogar passen, weil der ist ja da oben. Und dort am Fenster. So, okay, jetzt geht's hier lang. Mal sehen, wie ich hier, warte mal, Stöckchen. Stöckchen ist immer ein Muss. Also, man sollte immer 3 Stöckchen in der Tasche haben. Kann ich sogar entspannt mal rennen hier ein bisschen. Cool. Also, zumindest ein Stück. So, na jetzt bin ich ja gespannt. Das wird heute unsere Aktion noch werden, was da rauskommt, wenn wir das jetzt dorthin bringen. Ich meine, wir haben da noch 2 Ausrufezeichen irgendwie hier. Hier, das ist ja wahrscheinlich schon wieder neu. Vor allem, das ist ja am See und das ist, na gut, das ist wahrscheinlich die Leiche, aber da waren wir eigentlich schon. Naja, mal sehen. Ja, das stimmt. Also wenn man jetzt hier so wenig Gewicht hat, ist das schon irgendwie. Es geht flotter. Es geht flotter. Ja, ich kann wirklich echt immer mal zwischendurch rennen. Ich meine, gut, okay, ich verbrauche dann natürlich wieder viel Energie und brauche dann was zu essen, aber. Ich müsste jetzt noch irgendeine Stelle finden hier, wo ich meine Fallen für die Hasen aufstellen kann. Ja, hier ging es hoch. Genau, das war dieser. Das war das letzte Mal dieser. Dieser Weg da oben. Mühsam das Seil hochgekrabbelt und dann bin ich hier rausgekommen. Toll. Ja, andererseits, vielleicht ist es ja sogar ausgeglichen, wenn ich jetzt nichts im Rucksack habe. Und dann, ich bin natürlich trotzdem wieder der Looter. Also ich sammle dann trotzdem hier ein. Und dann nichts im Rucksack habe und dann renne, vielleicht verbrauche ich dann weniger, als wenn ich viel im Rucksack habe. Weiß ich nicht. So, wo sind die Hirsche hin? Da sind die Hirsche. Das ist gut. Das heißt, ich bin safe. Da kommen keine Wölfe. Ich lasse die hier auch, weil es nur Munitionsvergeudung. Genau, da ist das Seil. Wetter ist toll. Rennt nur ruhig weg. Das stört mich nicht. Rohrkolben, weiß ich nicht, habe ich glaube eh schon alles abgeerntet. Sehe ich was? Nee. Gut, so. Dann klopfen wir mal. Komm, wir rennen. Ja, wir können rennen. Das ist auch selten. Selten. Also jetzt nicht mehr. So, also. Okay, das ist noch nicht übersetzt. Ja, so. Munition soll ich geben? Soll ich das machen? Ich weiß es nicht, ich mach's einfach mal.
Achso, weiter muss ich klicken, ja. Okay. Ich dachte, ich sehe mal jemanden. Nee. Gut. So, was bin ich jetzt losgeworden hier? Ammo ist doch Munition. Hab ich Munition gegeben, irgendwas? Ja. Ja. Okay. Egal. So, das heißt, wir. Ja, toll. Ich dachte, da ist ein Mensch drin. Ich meine, ich bin ja allein auf der weiten Welt und der oder die bleibt da drinne und vielleicht irgendwie morgen oder übermorgen oder wie vielleicht mal kommt sie raus. Toll. Bin ich ein bisschen Pappe satt, ja. Also, enttäuscht. Enttäuscht, ja, enttäuscht. Na gut, okay. Was ist denn jetzt das? Okay, wir checken nochmal die Tagebucheintragung, Nebenstory, Schüsse. Schaum. Okay, ja, ich weiß. Rede vorbei, morgen. Gut. Aber wieso ist dann der zweite? Das zweite Ausrufezeichen ist wahrscheinlich ein Bug. Alter, ja, ich habe schon 1, 2, 3, 4, 5 Sachen. Puh. Warte mal, das muss ich gleich mal checken. Also hier oben ist 1, 2. Also hier muss ich ja sowieso hin, weil hier habe ich noch viel Zeug gelagert. Okay, 1, 2. 2, 3, 4. 4 Kisten habe ich hier. Krass. Na gut, dann machen wir Folgendes. Wie sieht es aus von der Zeit? Ich könnte jetzt eigentlich dahin, ich wollte gerade sagen, ich könnte zu so einer grünen Hütte, da hinten ist aber ein Wolf, zwei Wölfe sogar. Das lasse ich sozusagen. Das heißt, ich gehe zurück und blitze, damit ich den Tag heute noch ordentlich oder nee, ich räume auf. Ich räume die Bude auf, zerhack das Holz. Ja. Ich wäre mal vielleicht hier hinten war jetzt nicht. War da hinten noch was mit dem. Ich renne mal kurz dahinter, weil vielleicht ist da hinten ja ein Gebiet, so wo Hasen sind. Hier hinten, hier, so irgendwo da hinten. So. Weil das wäre dann so, dass ich sage, okay, hier stelle ich da meine Fallen auf. Ja, ja. So, da war ich an sich ja. Oh! Shit! 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 Scheiße! Gut, das hab ich besser gemacht, oder? Ich hab's so besser gemacht. Okay. Rotte ich die aus. Na gut, okay, dann wissen wir, was wir heute machen. Wir machen hier ein Feuer. Gut, dass ich die Sachen geholt habe. Warte mal, das ist, glaube ich, Buch. Machen wir mal ein Stöckchen, 11 Stück. Genau, gut, dass ich die Stöckchen gesammelt habe. Das ist schon wichtig. Also mindestens 3 Stöckchen. Da haben wir einen Wolf. Das ist gut. Und da haben wir Fleisch. Das ist noch besser. Ich werde das aber. Ja, mal sehen. Ich könnte das eigentlich doch grillen hier. Oder garen. Ja, jetzt kommt mein Selbstvertrauen langsam wieder mit dem Schießen. Ja, vorher war ich so ein bisschen deprimiert. Aber jetzt. Ja, eben. Wollte ich auch gerade sagen. Mal bitte. 65, 100, 85. Bitte nochmal. Was habe ich das eigentlich gemacht? Mache ich das mit dem Feuer? Mit dem Stahl oder mache ich das mit dem Streichholz? Klingt immer so wie so dieser Stahl, weil das auch bloß bei 11% oder so. Ah, oh, jetzt habe ich wahrscheinlich. Ah, fuck Wind jetzt hier. Genau, das dachte ich mir. Das ist so assi. Kann das nicht mehr warten. Jetzt komme ich bestimmt. Ah, Dreck. Das ist Absicht. So, warte mal, 34 Minuten. Und hier ist kein Wind geschützt, ja. Dreck, 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 Dreck.
Naja. Egal, dann machen wir das Holz jetzt. Oder doch, ist es noch? Nee, ist ausgebrannt, alles klar. Ach, Dreck, das war wahrscheinlich jetzt. Ach. Komm, denn das ziehen wir jetzt durch hier. Will alles haben, wenn ich erfriere. Geht's eigentlich? Geht. Geht. Okay. Alles klar. Jetzt aber. So, ich mache jetzt erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal.